Veranstaltung durchzuführen. Wir sind ja schon einige Tage und Wochen, möchte ich sagen, miteinander unterwegs. Da haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich habe das nur einmal unterbrechen müssen, eine Zeit lang, um auch in der Steiermark die Wahlbewegung mit zu beeinflussen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute wirklich gerade bei dieser Wahl aufgewacht sind und hellhörig geworden sind. So wie der Hans Achatz das schon dargestellt hat, gibt es viele Menschen, die bisher noch nie freiheitlich gewählt haben, aber die sich erstmals das vorstellen können. Daher reagieren auch unsere politischen Gegner immer ein bisschen aggressiv. Sie versuchen, unsere Veranstaltungen zu stören, sie versuchen, Untergriffe zu machen. Und genau das ist eigentlich noch das Prinzip, weil viel Feind, viel Ehr kann in der Politik nur gut sein. Und wenn man sich das anschaut, die da drüben demonstrieren, die sind gar nicht von euch da vom Ort. Die kennt nämlich niemand. Das sind also die Bezahlten, die da durch die Gegend fahren müssen, damit sie zwangsweise demonstrieren. Die wollen also Geld dafür. Die kriegen noch Geld dafür, dass sie gegen uns demonstrieren. Das zeigt also auch, von welcher Geisteshaltung sie sind. Ich darf euch empfehlen, tut gescheiter was arbeiten, strengt euch ein bisschen an, anstatt euch hier ausnutzen zu lassen. Letztlich, meine Damen und Herren, ist das auch, was uns immer wieder zusammenführt, denn die alten politischen Parteien, die wollen ja, ich bin ja froh, dass ihr da seid, jetzt wissen die Leute wenigstens, warum sie mir wirklich wählen sollen, nicht? Das ist ja eine beste Visitenkarte. Denn wir haben ja in vielen Dingen, gerade bei dieser Landtagswahlwerbung schon gesehen, dass die alten Parteien sich eher drum drücken herum, eine wirkliche Information über das, was sie geleistet haben oder was in der Zukunft in Oberösterreich geschehen soll, zu geben. Und sie wollen sie über die Runden retten. Sie wollen nicht sagen, was sie gemacht haben. Sie wollen nicht sagen, wie es weitergehen soll. Daher organisieren sie auch ganz eigenartige Wählerveranstaltungen. Da fährt also die Frau vom Landeshauptmann mit einer Musik- und Unterhaltungsshow durch das Land. Und da werden also nicht politische Programme und Zielvorstellungen diskutiert, sondern da werden Kochbücher ausgegeben und da werden Bücher für die Hausfrauen gegeben, damit sie wissen, wie sie den Haushalt in Schwung halten und wie sie richtig putzen. Und da habe ich heute Vormittag drin gelesen in dem Birchel und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil da war eine Anleitung zum Abstauben drinnen. Also das kann man wirklich von den Politikern lernen, das Abstauben, das ist keine Frage. Aber diese Anleitung zum Abstauben hat viel Wahrheit enthalten. Da steht nämlich drin, man soll den Staub von oben nach unten wischen und erst dann langsam mit dem Staubsauger zu dir hinfahren. Das heißt also, dass auch in der Politik es empfehlenswert wäre, nicht nur bei den Kleinen unten einmal dumm putzen, oben müsste man mal ausputzen und Ordnung machen, damit es also auch in Österreich, in Oberösterreich sich manches verändert. Und in dem Sinne wollen wir auch unseren Beitrag leisten, denn ihr wisst ganz genau, dass es hier etwa im Bereich der Wohnungspolitik wirkliche Missstände gibt. 40.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher suchen eine Wohnung, kriegen keine, weil die schwarze und rote Landesregierung mit den Geldern der Wohnbauförderung so liederlich umgegangen ist, dass sie vor anderthalb Jahren pleite gewesen sind und das jetzt noch immer nicht verstanden haben, was sie wirklich zu tun haben. Denn auf der einen Seite streicht man jetzt für die oberösterreichischen Bürger, die zu den Einkommensschwächeren zählen, die Wohnbeihilfe. Das ist das, was man den Leuten monatlich dazu gibt, damit sie sich die Wohnung leisten können, weil wir kein Geld mehr haben. Aber auf der anderen Seite wird also von Wohnbaugenossenschaften plötzlich das Schloss des ÖVP-Landesrat Leitl gekauft, was überhaupt niemand versteht, dass das zu einer Aufgabe einer Wohnbaugenossenschaft gehört, anstatt gescheite Wohnungen zu bauen, Schlösser von Politikern zu erwerben. Ich meine halt, jemand, der solche Dinge unterstützt, der kehrt nicht in ein Schloss, sondern der kehrt hinter Schloss und Riegel, weil hier das Geld jenen entzogen wird, die in Wirklichkeit auf Wohnungen warten. Und da haben wir eine Aufgabe, das in der Landespolitik ein bisschen in Ordnung zu bringen, genauso wie etwa auch bei der ganzen Personalpolitik. Wenn der Herr Landeshauptmann immer sagt, er hat eh so wenig Parteibuchwirtschaft in Oberösterreich nur mehr, hat das eh alles beseitigt, stimmt das halt nicht. Weil dann wird er uns beantworten müssen, warum er wirklich wenige
Wochen vor der entscheidenden Landtagswahl beispielsweise die Spitzenfunktion in der Landesregierung, den höchsten Landesbeamten, ohne öffentliche Ausschreibung diesen Posten vergeben hat, warum er den unter der Hand vergeben hat und ausgerechnet sein persönlicher Sekretär ist es gewesen, der diesen Posten bekommen hat. Es kann doch nur zufällig sein, dass das so ausgegangen ist. Und ich weiß also nicht, wie man das erklären kann mit Objektivierung, weil sogar in Moskau wissen schon, dass man heute die Posten ausschreiben muss und dass man ein bisschen mehr Demokratie und Wettbewerb auch im öffentlichen Dienst möglich machen muss. Nur in Oberösterreich versucht man noch immer eine Politik zu machen, so als wären das die absoluten Fürsten, wo die Leute mit dem gekrümmten Rücken sich ihnen nähern müssen, damit sie ihnen eine Wohltat erweisen. Und das, glaube ich, soll man also wirklich ändern, indem man auch einmal ein Gegengewicht der Freiheitlichen schafft, denn im Grunde genommen sind ja auch die Roten keine Konkurrenz zu den Schwarzen. Die sind wirklich froh, dass sie mit der ÖVP ein bisschen mithalten dürfen. Die ÖVP hat ziemlich eine Macht da im Land und die Roten freuen sich, dass sie in Ruhe gelassen werden und dass sie überall mitgenommen werden. Und daher gehen sie also friedlich durch die Gegend. Es funktioniert ja schon seit mehr als 40 Jahren, wie in einer gut funktionierenden Ehe ist das. Das ist eine politische Ehe, die hier funktioniert. Vor der Wahl gibt es immer ein bisschen einen Streit, da hängt hier und da der politische Haussegen schief und der Scheidungsanwalt liegt unterm Bett, aber nach der Wahl ist der Frieden wieder eingekehrt und dann ziehen sie wieder durchs Land, der Ratzenböck mit dem Grüner Hand in Hand, von jeder Denkmaleröffnung bis hin zur Radlständer Einweihung sind sie gemeinsam unterwegs und pflegen also diese Gemeinsamkeit perfekt, sodass sie mir schon oft vorkommen wie in dem Film der Don Camillo und der Peppone, die beiden, wenn sie so miteinander durch die Gegend ziehen. Und ich glaube also daher, dass man sehen soll, dass wir Freiheitlichen ein Gegengewicht bilden und weil wir heute die Angreifer und Herausforderer in der oberösterreichischen Landespolitik sind und der Hans Achatz hat ja einige Beispiele genannt, deshalb sind sie ein bisschen nervös geworden, weil sie wollen in Wirklichkeit nicht, dass sie zur Leistung und zum Wettbewerb gezwungen werden, dass sie auch Ordnung in jenen Bereichen machen müssen, wo sie die Macht in Händen haben und sich daran gewöhnt haben, mit der Macht sehr großzügig umzugehen. Und das war der Grund, warum sie mich in Kärnten abgeschafft haben, die Schwarzen und die Roten. Nicht wegen meinem Ausspruch, den ich im Landtag gebracht habe, weil der stört wirklich keinen. Da sagen da heute die Roten und die Schwarzen schon hinter vorgehaltener Hand, hast eh recht gehabt, nur sagen hättest du das also nicht sollen. Also wenn das also die wirkliche Offenherzigkeit ist, mit der man in Österreich Politik machen darf, dann glaube ich, war es auch richtig, dass wir uns nicht einschüchtern haben lassen. Aber die haben sich gesagt, na, wenn das so weitergeht und der Jörg Haider noch 2 Jahre die Gelegenheit hat, zu beweisen, dass er nicht nur vor der Wahl was verspricht, sondern dass er es auch noch erhaltet, dann laufen ja noch mehr Rote und Schwarze zu ihm über und das könnte mit uns mitunter für uns fatal werden. Und daher haben sie gesagt, der muss weg, weil er mit der Parteibuchwirtschaft in Kärnten abgefahren ist, wie in keinem Bundesland so gründlich aufgeräumt worden ist. Bei uns könnt ihr jeden fragen, selbst die Roten und die Schwarzen werden bestätigen, dass ich hier wirklich Ordnung gemacht habe, dass wir bei den Beamten einen frischen Wind hineingebracht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen auch die leitenden Beamten im Lande nicht mehr auf ewige Zeiten bestellen, sondern nur mehr auf 5 Jahre befristet. Da gibt es keinen Bezirkshauptmann, der länger als 5 Jahre bestellt wird. Bei uns gibt es auch keinen Primararzt in einem Krankenhaus, der länger als 5 Jahre bestellt wird. Und dann soll er sich wieder bewerben. Und wenn er gut ist, wird er unter den mehreren Mitbewerbern das Rennen wieder machen. Und wenn er ein Blindgänger ist, dann war er 5 Jahre zu lange im Amt. Und es ist Zeit, dass ein anderer kommt, der ihn ablöst und diese Aufgabe dann übernimmt. Und das hat also dem Wranitzky offenbar so gut gefallen, dass er gesagt hat, ja, das werde ich jetzt auch machen in der Bundespolitik. Will er jetzt bei den Bundesbeamten die leitenden Funktionen nicht mehr auf 5 Jahre befristet vergeben. Gefällt mir sehr gut, dass er das übernimmt. Ausgerechnet er, der sonst immer gegen alles ist, was ich sage. Und der alles ablehnt, was ich mache. Aber wenn ich eine gute Idee habe, halt er sich geschwind, weil er selber ein bisschen langsam beim Nachdenken ist, oder sie gedacht, eine günstige Gelegenheit, um zu Ideen zu kommen. So gesehen sind wir also in vielfältiger Weise Impulsgeber, auch in der österreichischen Politik, haben etwa auch im Lande als einzige, wie der Hans Achatz schon darauf hingewiesen hat, zum Beispiel die Strompreiserhöhung nicht mitgemacht. Natürlich wollten sie auch bei uns die Strompreise erhöhen, so wie bei euch in Oberösterreich. Aber da habe ich das Gespräch geführt mit den Stromdirektoren. Dann haben sie gesagt, ja, sie möchten also eine 12-prozentige Erhöhung durchführen. Da habe ich gesagt, Freunde, jetzt geht's einmal heim. Tut einmal die Privilegien in eurem Unternehmen abbauen.
und du jetzt das Unternehmen so organisieren, wie man einen normalen privatwirtschaftlichen Betrieb führen und organisieren würde, und dann kommt's wieder. Zeitdauer habe ich es nicht mehr gesehen. Die sind so beschäftigt mit sich selber, dass sie vergessen haben, jetzt den Strompreisantrag zu stellen. Und das ist also genau der Grund, warum wir auch in der Landespolitik in Oberösterreich stärker mitmischen sollten. Denn wenn es Landespolitiker gäbe, die sich vor die Leute hinstellen und sagen zu Ocker, liebe Freunde, so nicht, zuerst im eigenen Unternehmen Ordnung machen, bevor es im Brieftaschel der fleißigen Österreicher wieder herumkramt, dann hättet ihr euch hunderte Millionen Schilling an Belastungen in Oberösterreich ersparen können. Aber solange die Schwarzen und die Roten zu allem Ja und Amen sagen, was die Ocker-Gewaltinger an Privilegien haben wollen, wird sich hier nichts ändern. Und daher ist es notwendig, am 6. Oktober entsprechend umzudenken. Und ich glaube euch, meine lieben Freunde, dass es viele, viele Beispiele gibt, warum es notwendig ist, umzudenken. Weil überall dort, wo die Roten und die Schwarzen alleine sind, da geht es auch daneben. Denkt also nur an die ganze Debatte über den Privilegienabbau. Da haben sie jetzt wieder verkündet, dass die Abfertigungen für die Politiker gestrichen werden. Vor der Wahl. Dann lest man in den oberösterreichischen Zeitungen ein bisschen genauer nach. Siehe da, stimmt überhaupt nicht. Sondern da kriegen eine große Anzahl roter und schwarzer Politiker, die jetzt aus dem Landtag ausscheiden werden, millionenschwere Abfertigungen gezahlt. Auch wenn sie in einer anderen politischen Funktion verbleiben. Bitte sagt's mir den Arbeiter, der, wenn er von einer Filiale in die andere versetzt wird, eine Abfertigung kassieren kann. Sagt's mir den Bankbeamten, der, wenn er von der Filiale ins Hauptinstitut versetzt wird, eine Abfertigung kriegt. Natürlich nicht, nur in der Politik ist das so, weil sie sich so gerichtet haben. Weil man gesagt hat, ja, das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt mal, wenn wir einen Posten wechseln, zahlen wir zwischendurch ein bisschen Abfertigung. Und ich weiß, wie das geht. Wird jetzt auch der Franitzky geschrieben, einen Brief. Da hat gesagt, für meine zweijährige Tätigkeit als Landeshauptmann habe ich einen Abfertigungsanspruch von 790.000 Schilling für zwei Jahre, obwohl ich nur in der Landesregierung verbleibe. Ich habe ihm jetzt zurückgeschrieben, dass ich herzlich danke für sein Schreiben, aber ich habe nicht die Absicht, habe ich ihm geschrieben, in den Club der Abfertigungsmillionäre unter seinem Vorsitz aufgenommen zu werden, und daher kann er sich das Geld halten. Denn ich glaube also, meine Damen und Herren, dass es ja so nicht gehen kann, dass es so nicht gehen kann, dass man dem Bürger etwas vorenthält, was sich die Politiker wieder unter den Nagel reißen. Denn wenn wir das nicht regeln und wenn ihr uns nicht so stark macht, dass wir mit Gesetz auch diese Missbräuche beseitigen können, dann wird es zwar ein paar Freiheitliche geben, die sich an diesem öffentlichen Selbstbedienungsladen nicht bedienen, aber die Roten und Schwarzen werden so weitermachen. Und ich glaube, daran kann niemand ein wirkliches Interesse haben. Denn denkt nur daran, wenn wir das nicht ändern, ja, dann machen ja die Politiker ein System draus und sagen, im Grunde genommen müssen wir ja schauen, dass wir recht oft im Laufe unserer politischen Karriere die Posten wechseln. Weil da kriegen wir zwischendurch immer ein bisschen Abfertigung gezahlt. Oder dass wir recht oft versorgen und dann müssen wir woanders hin verschoben werden nach der Methode, je dümmer, je reicher, würdest du überall zwischen jedem Abfertigungsschritt dann ein paar hunderttausend Schilling oder Millionen kriegen. Und das ist ein blendendes Geschäft, bis du fertig bist mit deiner politischen Karriere. Und das, glaube ich, will doch ernsthaft niemand in Österreich haben. Und über die Dinge soll man nachdenken. Über die Dinge soll man nachdenken, weil wir Freiheitlichen angetreten sind, und das ist auch mein inneres Anliegen, hier in Österreich einen Beitrag zu leisten für jene Menschen, an die zu wenig im politischen Leben heute gedacht wird. Das sind jene, die dieses Österreich in Wirklichkeit ausmachen, die dazu beitragen, dass wir einen wirtschaftlichen Erfolg haben, die dazu beitragen, dass wir einigermaßen einen Wohlstand haben, die aber eigentlich von der Politik vernachlässigt werden. Heute wird für jeden Sozialschmarotzer, für jeden Faulenzer, für jeden Sandler werden Sondergesetze beraten und Millionen ausgeschmissen, aber für die, die arbeiten, die brav zur Arbeit gehen, die ihre Steuern zahlen, für die denkt doch heute niemand, weil sonst gäbe es das doch gar nicht, dass ein Arbeiter, ein Angestellter heute so bestraft wird, wenn er Überstunden macht. Denn das ist ja nicht eine Frage, die sich die Leute selber entscheiden können. Heute musst du ja vielfach Überstunden machen, wenn die Aufträge da sind und wenn notwendig ist, den Kunden zufriedenzustellen. Oder im Gastgewerbe, na, wenn die Saison ist, musst du halt Überstunden machen, das Personal. Und dafür werden die Leute halt bestraft, weil die Überstunden zu 100% steuerpflichtig sind. Das heißt, man arbeitet heute zu 60% für den Finanzminister und zu 40% nur in die eigene Tasche. Das ist unbefriedigend. Und es kann nicht so sein, meine lieben Freunde, dass wir in Österreich einen Weg gehen,
wo die fleißigen und tüchtigen Leute immer mehr Steuern und Abgaben bezahlen müssen, damit sich auf der anderen Seite ein paar Faulenzer in der Hängematte des Sozialstaates gemütlich einrichten können und von den Fleißigen noch miterhalten werden müssen. Und wer das nicht will, der muss mit uns Freiheitlichen diesen Weg der inneren Reform gehen. Weil sonst können sie weiterspielen, so wie es jetzt gespielt wird. Dass man hergeht und sagt, ja, und dann tun wir halt jedes Jahr 30.000 bis 40.000 noch Osteuropäer bei uns aufnehmen und als Ausländer einbürgern bei uns, damit wir Leute haben, die die Arbeit machen, wie das der Herr Löschnack, der Herr Innenminister, formuliert hat. Ich glaube, das weiß ja jeder, dass das ein Unsinn ist. Denn im Grunde genommen muss man da wissen, dass wir in Österreich derzeit 183.000 Arbeitslose haben. Und dass wir in Österreich 200.000 Wohnungssuchende haben. Ja, da werden wir doch nicht aus dem Ausland Leute einholen, die auch eine Wohnung, die auch einen Arbeitsplatz brauchen. Sondern werden wir zuerst einmal schauen, dass unsere Österreicher Arbeit haben, dass unsere Österreicher alle beschäftigt werden können und dass unsere Österreicher alle eine Wohnung haben, bevor wir in Konkurrenz zu ausländischen Ankömmlingen treten, die dann das besetzen wollen, was eigentlich die Österreicher mitgearbeitet haben. Und unter diesen Gesichtspunkten haben wir Freiheitlichen auch unsere Politik angelegt. Und daher verstehe es auch überhaupt nicht, dass da Rot und Schwarz so blind ist in dieser Frage. Denn eines muss man auch wissen, dass wir mit einer unkontrollierten Einwanderungspolitik nach Österreich uns auch die Kriminalität züchten in Bereichen, wo sie vermeidbar ist. Denn wenn ihr vor wenigen Tagen, ihr braucht nicht die Hände, die ihr halten, ich will euch nur erinnern, was hier passiert ist, vor wenigen Tagen, dieser schreckliche Mord an einem der Chauffeure von einer Wildbretfirma, wo also auch hier illegal nach Österreich eingewanderte, die interessanterweise, obwohl es illegal eingereist sind, einen Betrieb in Österreich aufmachen konnten, einen Gewerbeschein gekriegt haben und dann haben sie für ihre Mitarbeiter kein Geld gehabt, um die Löhne zu zahlen. Na, dann haben sie halt beim Umbruch, von dem sie vermutet haben, dass er eine Brieftasche viel Geld hat, weil er zu den Kunden rausfährt und die Ware bezahlen muss. Ja, meine Damen und Herren, probieren Sie einmal in Österreich einen Gewerbeschein zu kriegen. Da müssen Sie auf die Handelskammer gehen. Da müssen Sie einmal 8.000 oder 10.000 Schilling am Tisch legen, damit man Sie dort überhaupt zur Kenntnis nimmt. Die sogenannte Einverleibungsgebühr müssen Sie zahlen. Und da müssen Sie monatelang warten, bis Sie ein Leumundszeugnis bekommen, das Ihnen nach Rückfragen bei Gericht, nach Rückfragen bei der Bezirkshauptmannschaft, nach Rückfragen in der örtlichen Gemeinde ausgestellt wird, dass keine Vorstrafe haben und dass alles in Ordnung ist und dass Sie verlässlich sind. Und jetzt sagen Sie mir, wie das geht, dass ein illegal nach Österreich Eingewanderter plötzlich einen Gewerbeschein kriegt und die Frage der Verlässlichkeit nicht geprüft werden muss. Das ist eine Riesenschweinerei, wie da in diesem Lande die Einwanderungspolitik praktiziert wird. Wir akzeptieren jeden, der hier Arbeit und Wohnung findet, aber wir akzeptieren diese Vorgangsweise nicht, weil sie letztlich auch zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko für unsere Menschen führt. Und das ist das, worüber man nachdenken muss. Und das ist das, warum ich auch den Herrn Buzek nicht verstehe, wenn er sagt, ja, wenn das Boot voll ist, dann müssen wir Österreicher dafür Platz machen. Ja, was heißt denn das? Dann sollen wir ins kalte Wasser springen, damit ein paar Ausländer zusteigen können. Das ist nicht sehr inländerfreundlich, würde ich sagen. Wobei man beim Buzek Verständnis haben muss. Denn jemand, der wie er so viele Verwandte in der Tschechoslowakei hat, der will natürlich alle herüberholen, damit sie an Bord gehen können und auch mitmachen können. Und meine Damen und Herren, hier gibt es also viele Aspekte, die also bei dieser Landtagswahl auch mit zu beleuchten sind. Aspekte, über die die Roten und die Schwarzen nicht gerne reden, die aber von uns notwendigerweise aufgegriffen und in Diskussion gebracht werden. Aspekte, die bis hineingehen in die Landwirtschaftspolitik, wo der Hans Achert schon gesagt hat, dass vieles in der Agrarpolitik grundlegend geändert werden muss. Da heißt es immer, ja, wenn die EG kommt, da werden die Bauern dann sterben und abwandern müssen. Jetzt sind wir nicht bei der EG. Und jährlich geben 12.000 Menschen die landwirtschaftliche Tätigkeit auf. Wandern aus, wandern ab in andere Berufsbereiche. Jedes Jahr verlieren wir an die 5.000 Bauernhöfe, die nicht mehr in Betrieb sind. Und da müssen wir halt einmal nachdenken, was das für uns bedeutet, die wir uns so daran gewöhnt haben, dass das Land wunderbar gepflegt ist, dass es eine Kulturlandschaft gibt, dass es Bauern gibt, die die Äcker bestellen, dass es Bauern gibt, die die Bergwiesen mähen, dass es Bauern gibt, die die Almen bestoßen und bewirtschaften und dass das alles selbstverständlich ist. Gehen Sie einmal bitte in jene Länder Europas, wie etwa nach Portugal, nach Spanien, nach Frankreich,
wo es Regionen gibt, wo man die Bauern schon vertrieben hat. Und was das für die dortigen Regionen bedeutet, wo niemand mehr die Kulturlandschaft pflegt und wo man jetzt mit großem Aufwand versuchen muss, mit staatlichen Angestellten einigermaßen die Verwilderung oder Verkarstung hintanzuhalten. Und über diese Dinge lohnt es sich, vor einer Landwirtschaftskammerwahl, vor einer Landtagswahl nachzudenken, weil ja letztlich auch klar sein muss, dass die Agrarpolitik, so wie sie in Österreich gemacht wird und die heuer wieder zu empfindlichen Einkommenseinbußen der Bauern geführt hat, dass sie so nicht weitergehen kann. Es ist ein tödlicher Kreislauf, wo man die Bauern zwingt, bei immer schlechter werdenden Preisen immer mehr zu produzieren, immer intensiver zu wirtschaften und am Ende haben wir so viele Überschüsse, mit denen wir im Grunde genommen nichts anfangen können, dass wir es herschenken müssen. Und zwar mit Milliardenaufwand aus Steuermitteln, so wie das auch heuer wieder passiert. Wir haben Getreideüberschüsse in rauen Mengen heuer. Jetzt müssen wir es mit 3 Schilling pro Kilogramm subventioniert im Ostblock herschenken, damit uns überhaupt jemand das Getreide abnimmt. Und dort futtern sie also dann in Ungarn die Puten und das Geflügel damit. Dort werden also die Schweine in Rumänien damit gemästet. Und dank der schwarzen Bauernbundfunktionäre kommt dann das ganze Vieh und Fleisch durch eine Importbewilligung wieder nach Österreich herein und nimmt unseren heimischen Bauern auch noch das Geschäft weg. Denn im Grunde genommen ist es eine absolut bauernfeindliche Politik, so wie sie hier läuft. Und dass das nicht erfunden ist, sondern die Wahrheit ist, das kann man schon daran sehen, dass etwa vor 3 Monaten aus der Sowjetunion 75.000 Kälber nach Österreich importiert worden sind, obwohl es keinen Bedarf gibt. Dass man tausende Geflügelimporte bewilligt hat, die hier unseren heimischen Geflügelzüchtern das Geschäft wegnehmen. Dass man 125.000 Schweine aus Rumänien importiert hat. So als ob es in Österreich keine Schweine gäbe, also die, die man essen kann. Und das alles wird also letztlich auch zur Verschärfung der Agrarstruktur in Österreich beitragen. Und über die Dinge bitte ich wirklich ernsthaft nachzudenken, weil ich glaube, dass wir Freiheitlichen Ihnen damit deutlich machen, dass es auch um ein grundlegendes Umdenken für verschiedene Bevölkerungsgruppen in diesem Land geht. Und ihr könnt es glauben, was wir Freiheitlichen euch hier sagen, das entspricht den Tatsachen. Denn würde das, würde das nicht der Fall sein, wenn du nicht mehr außerbringst als Buh, dann ist das eher schon eine schwache Meldung. Denn ich glaube, das war lieb, da habe ich mal in der Steiermark auch eine Diskussion gehabt mit erbitterten Gegnern von mir. Dann haben sie nicht mehr weiter gewusst und gesagt, das ist ja das Fürchterliche an ihrer Politik, dass sie recht haben. Naja, so schlecht, das soll es mir nicht gehen in der Diskussion mit euch. Und meine Damen und Herren, weil wir die richtigen Argumente haben, deshalb stellen sich ja die anderen Parteien dieser Diskussion nicht. Weil sonst hätten sie mir in den vergangenen 5 Jahren, seit ich Bundesparteiobmann bin, schon öffentlich demontiert, wenn da was nicht stimmen würde, was ich so an grundlegenden Reformen und Erneuerungsideen den Bürgern immer wieder mitteile. Und daher sind wir ja auch jene, die wirklich zur politischen Erneuerung taugen und das mit Maß und Ziel auch in Oberösterreich entsprechend durchführen wollen. Und ich glaube also, dass das eine gute Wahl sein könnte am kommenden Sonntag, am 6. Oktober, also am Sonntag in einer Woche, dass wir Freiheitliche diesmal in der oberösterreichischen Landespolitik so gestärkt werden, dass wir ein bisschen ein Gegengewicht zu den alten Parteien bilden, mit einem hervorragenden Spitzenkandidaten und seiner Mannschaft. Dass aber auch klar ist, dass wir mit dieser Wahl am 6. Oktober auch die Entscheidung verbinden, wie es mit dem Jörg Haider weitergeht. Denn ich habe gesagt, ich möchte es vom oberösterreichischen und vom steirischen Wahlergebnis abhängig machen, ob ich weiterhin in der Bundespolitik verbleibe. Nicht, weil ich da irgendeine Strategie habe, sondern weil ich wissen möchte, ob es den Bürgern ein Anliegen ist, dass der Jörg Haider auch in der Zukunft in Österreich kräftig umrührt und den Mächtigen ein bisschen auf die Zehen steigt, wo es notwendig ist. Und meine Damen und Herren, ich hab mir in den letzten Monaten im Zusammenhang mit meiner Abwahl als Kärntner Landeshauptmann viel anhören müssen von den Roten und den Schwarzen und auch von denen ihnen verbundenen Medien. Und daher möchte ich ganz gern, dass Sie einmal sehen, dass der Bürger eigentlich ganz anders denkt in diesem Lande, weil er derartige Vorgangsweisen nicht akzeptiert. Denn im Grunde genommen haben Sie ja schon gesehen, dass Sie ein gewisses schlechtes Gewissen haben müssen. Und wenn Sie also das wollen, dass wir hier stärker weitermachen,
in der Bundespolitik, dann darf ich Sie bitten, uns dabei zu unterstützen. Ich verspreche euch, dass wir euch nicht enttäuschen werden. Dankeschön. Werte Damen und Herren, ich bedanke mich nochmals für Ihr Kommen und ersuche Sie, bei den Gemeinderatswahlen und bei den Landtagswahlen durch Ihr Votum die Freiheitliche Partei Österreich zu unterstützen. Die Wahlkundgebung ist somit geschlossen. Ich wünsche einen guten Heimweg.